Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ark Survival Rift Online mit mir, NewsRP, hier auf meinem Kanal, auf dem Online-Server und jetzt mit neuen, weiteren Mods, die, wie ich finde, recht vielfältig sind. Und wir gucken uns einfach mal ein paar Sachen davon an. Ihr seht es jetzt schon, das ist kein Teil der Insel, wie ihr ihn kennt, sondern ziemlich neu, auch das, was da im Hintergrund zu sehen ist, die Insel mit dem Wasserfall, der da rausläuft. Ja, das ist dazu gekommen. Wir haben jetzt fliegende Inseln. Ich meine, wem das jetzt so unrealistisch ist, dem sei nochmal vor die Augen gehalten, dass es ein Spiel ist, in dem es Dinosaurier gibt. Viel zum Thema Realismus. Wir haben Kostüme für die Spieler. Wurde gewünscht. Finde ich ganz gut. Wir können es gleich nochmal angucken. Hier in dem Fall, na gut, das, was meine Figur hier jetzt trägt, das ist tatsächlich aus dem Castle-Set. Das heißt, es ist schon länger da, wurde aber auch erst vor kurzem entdeckt. Wir haben jetzt Jurassic Park-Bauteile, wenn ich das mal so sagen darf oder nennen kann. Hier, wo ist das denn? Moment. Tja, jetzt finde ich es vor Schreck nicht. Hier. Nämlich elektrische Zäune, groß und klein. Dann haben wir das typische Jurassic Park Tor und natürlich die Türen dazu. Wir haben Bauteile für Innenausstattung, sprich ein Bad, Tresen, Tische, Stühle, bla. Und dann haben wir jetzt natürlich noch hier die verschiedenen Kostümsachen, die jeweils herstellbar sind aus, ja, bestimmten Bestandteilen von Tieren. Zumindest sieht es erstmal so aus. In Wirklichkeit, glaube ich, ist es relativ billig craftbar. Insofern braucht ihr euch keine Sorgen machen, dass ihr da jetzt großartig auf irgendwelche Tierjagd gehen müsst. Ja. Ansonsten Standard, das Stargate ist natürlich immer noch dabei. Es sind keine Mods rausgenommen worden, es sind halt nur die... Ja, die Architecture-Mod habe ich nach ganz hinten verschoben. Es ist so, je mehr Mods ich davon drin habe, desto länger dauert ein Update. Das ist einfach so, weil die sind dann mal schnell 800 Megabyte groß und ja, runter geht's mit 50.000 Kilobit relativ schnell. Upload mit 10 Megabit ist immer noch ziemlich langsam. Ja, zu mir. Ich habe vor, mir hier eine neue Base zu errichten. Mit allem, was dazu gehört, halt auf dieser fliegenden Plattform. Ich finde es irgendwie witzig. Das erste, was wir dafür brauchen, ist zum einen ein Stargate hier, zum anderen einen Sattel für den Biber, damit ich Materialien farmen kann ohne Ende. Ist hier Schnee drauf? Oh, krass. Das ist krass. Rein optisch. So. Gibt es dieses Tor hier hinten eigentlich noch? Ja. Benutzt wahrscheinlich gar keiner. Achso, was es noch zu erwähnen gibt, es gibt einen neuen Dinosaurier. Gesehen hat ihn bis jetzt noch keiner. Warten wir ab, bis der erste ihn findet, würde ich sagen. Das hier ist nicht so richtig hübsch gestaltet, muss ich an der Stelle doch nochmal loswerden. Kann man hier oben landen? Ja, man kann. Cool. Zurück zum neuen Dinosaurier. Wir haben den Acrocanthosaurus. Der ist jetzt dabei. Liegt irgendwo zwischen Rex und Kano. Dann gibt es kleine Spinos. Die müssen ja nicht alle so groß sein. Dann ist noch wichtig zu wissen für alle, die jetzt weiterspielen wollen, dass erstens alte Strukturen ab jetzt verfallen, wenn der Spieler lange nicht mehr vor Ort gewesen ist. Und zweitens,
die Wiederbewuchszone deutlich an die Basis rangerückt ist. Ihr seht es hier bei mir, wie voll es hier plötzlich ist. Das war so nicht geplant und das wird auch wieder etwas mehr werden. Aber es ist jetzt halt so. Juti, hier wollten wir hin, genau. Was wollen wir machen? Wir wollen, wie ich schon sagte, einen Sattel craften. Und dann vielleicht direkt mit dem Quetz losfliegen und ein Stargate auf der anderen Seite errichten, damit man nicht mal hin und her fliegen muss. Schön, für den Sattel reicht's noch. Spieler beginnen übrigens auch schon allesamt auf den anderen Baubereichen jetzt zu bauen. Insofern der schneller joint, kriegt mehr Platz. Jo. Ja, den Quetz hier habe ich übrigens wiedergefunden. Ihr seht's ja. Der ist lange genug abhanden gekommen gewesen. Die Fluggeschwindigkeit ist natürlich im Vergleich zu dem Petri unglaublich niedrig. Hier, da vorne sehe ich jetzt schon einen der Nachteile, den es haben wird, auf diesem Server, beziehungsweise nicht auf diesem Server, sondern auf diesen Inseln zu bauen. Die Wolken sind jetzt natürlich in absoluter oder unmittelbarer Nähe. Sie werden wahrscheinlich sogar teilweise immer durch die Wolken durchgehen. Was natürlich im Umkehrschluss heißt, dass wir dann Phasen haben, in denen wir da weniger sehen können. So, mal schauen, ob ich zum Tisch komme. Ja. Jo, 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 jo. Was wollten wir? Achso, ich wollte ein Stargate bauen. Craft-Item. Und ein ZPM. Damit ist er eine Weile beschäftigt. Und wir gucken uns mal an, wie es hier draußen weitergeht. Was ist denn jetzt los? Das ist nicht gut. So müsste jetzt wieder gehen. Also, den Sattel für ihn. Erinnert euch vielleicht noch an mein Update, an meine Update-Folge, bei der ich gezeigt habe, wie das Tier skaliert in Sachen Holz. Und das ist immer noch so. Es kann unglaublich viel Holz. Oh, jetzt ist es überladen, aber ich glaube, das liegt an mir. Genau, weil ich trage mich gerade meines Wissens nach Foundations oder Pillars mit mir rum, genau. So. Weil wir natürlich einen Empfangsbereich für das Gate brauchen. Das Gate ist ja immer noch da oben am Bauen. Insofern alles gut. Der Sound macht mir gerade ein bisschen Sorgen, ihr hört es vielleicht. Insofern. Ach, da ist jemand. Mal schauen. Ich glaube, das ist der Philipp. Muss man ein bisschen neugierig sein. So. Mal schauen, wie macht denn das Sinn? Ich glaube, das müsste eins breiter sein, ne, damit das richtig Sinn macht. Das ging dann hiermit ganz gut. Glaube ich hiermit auch. So. Damit hat sich der Bewegungsfreiheit komplett erledigt. Aber ich glaube. Oh, Baller. Ich glaube, wir bekommen jetzt gleich
das erste Mal das, was ich vorhin meinte. Eine Wolke, die in dem Weg, die den Weg der Insel kreuzt. Jo, schauen wir mal. Gut. Gut, gut, gut. Weil jetzt kann man das hier einigermaßen gleichmäßig verteilen. Ah, okay. Was ist mit den Fuchsers? Was ist mit denen? So, noch ein Pfeiler. Noch ein Pfeiler, ich glaube, das müsste reichen. Ich guck mal, wie weit wir kommen. Alles, was im Quetz ist, sind meine letzten Vorräte. Alles andere müssen wir dann händisch herstellen. Macht aber nichts. Denn diese Inseln sind unglaublich reich von allen Rohstoffen. Das wollte ich euch ursprünglich zeigen, genau. Ihr seht es ja hier schon, wir haben hier nicht nur Holz und Obsidian. Wir haben da hinten auch noch Metall und Stein. Das ist also quasi in jedem Fall ein lohnendes Unternehmen, auf so eine Insel hochzugehen. Ja, du, was wollten wir? Metall-Ceilings. Das will ich hier noch ein bisschen weiter ausbauen. Ach, okay, jetzt fehlen wieder die Foundations, beziehungsweise die, in dem Fall sind es die Pillars. Macht ja nichts. Da können wir ja auch mithelfen. Die 8. Na, genau so. Oh, jetzt hat das Programm schon so seine Probleme, zu entscheiden, ob ich am Quetz bauen will oder hier unten. Und die Wolken kommen immer näher. Mal schauen, wie es gleich aussieht, wenn man in den Wolken ist. Als Plattform ist das in Ordnung. Warum Metall übrigens? Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass man ab jetzt damit rechnen muss, dass die Sachen verfallen. Und es ist so, dass die Verfallsraten von Thatch, wie es zu erwarten ist, natürlich am schnellsten ist, während die Verfallsraten von Metall die langsamsten sind. Dementsprechend ist das mir das sicherste, zumindest als Foundation. Jo. Wir müssten jetzt ja so langsam, aber sicher genug Platz für das erste Stargate haben hier auf der Insel. Wir müssen es mal rausholen. Das mache ich jetzt mal. Mittlerweile muss er ja fertig sein und auch das ZPM sollte bereit liegen, genau. So. Ah, ja, da habe ich nicht echt nicht mitgedacht. Beauty. Einmal Stargate. Die 8. Sehr schön. Requires placement on floor. Ja, okay. Ich wollte nochmal gucken, ob das immer noch so ist.
ist immer noch so, war auch mit zu rechnen. So, die Frage ist andersrum, ne? Dass das Ding hier auf der Seite steht. Ja, genau, machen wir so. Dann gibt es hier natürlich nur ein ordentliches Fundament. Können wir diesmal gleich so machen. Achso, Leute. Mehrere Leute sagen immer mal wieder, dass ihr Stargate nicht mehr funktioniert. Das liegt daran, dass ihr mal eine manuelle Wahl angefangen habt, die aber nicht mehr abgebrochen hat, beziehungsweise nicht bis zu Ende durchgeführt habt. In dem Fall müsst ihr machen oder wählen Force Disconnect. Und erst dann kann das Stargate wieder wählen. Ganz einfach. Jo. Und ob meins gleich funktioniert, prüfen wir. Denn ich möchte gern meinen Petri aus der alten Basis rausholen. Und grundsätzlich überhaupt die Viecher aus der alten Basis vielleicht hierher holen. Und hier spielen wieder so zwei Eigenschaften der Stargates zusammen. Nämlich zum einen halt das Gate, das wir benutzen hier. Und zum anderen die Transportlinger, mit denen man auch die großen Tiere nach oben transportieren kann. Also ist zumindest für meine Base wichtig, weil das ist ja meine alte Base, war ja auf so einem Felsen drauf. Hier könnte ich jetzt ja theoretisch, ihr seht es ja da oben, Dial 2, Dial 4, Dial 3 und so weiter und so fort. Ach hey. Okay, das ist ein Problem. Verstehe. Das ist aber ein Problem, das habe ich, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, wenn ihr das Stargate-Mod benutzen wollt auf eurem Server, müsst ihr darauf achten, dass das Stargate-Mod Platz 1 hat in der Modliste. Habe ich jetzt gerade mal eingestellt. Das Problem an der Geschichte ist aber, dass man immer nur 1 auf Platz 1 haben kann, logischerweise. Und jetzt gibt es manche Leute, die haben dann halt Kostüme oder sowas auf Platz 1, damit die richtig funktionieren können. Gut, dann müssen wir das mal so machen. Mein Haus ist die 239671. 239671. 2. Ah, okay, wir packen das mal weg, bevor wir das jetzt machen. 3. Hat sich das jemand gemerkt? Show Console, was ist er denn da? 239671. 9. Ah, Mist, das war es nicht. Okay. Force Disconnect. Show Console. 239671. Nochmal von vorne. 2 3 9 6 7 1. Das müsste ja gehen. Finde ich auch erstmal ganz gut. Gut. Und ihr seht, ja, das geht auch. Jetzt habe ich mir natürlich clevererweise nicht die Gegenstelle gemerkt. Ja, sehr clever. Na gut, dann fliegen wir halt mit dem Petri zurück. Und 671. So. Also auch nochmal an alle Skeptiker, selbst wenn
wenn die Konsole nicht funktioniert, das Gate funktioniert trotzdem. Aber wir brauchen die eigene Adresse. Show Console. Die eigene Adresse ist 812469. Das kann ich mir niemals merken. Und weil das so ist, muss ich das doch glatt mal aufschreiben. Gott sei Dank habe ich für sowas Stifte, die gut funktionieren. Gut. Ganz kleinen Augenblick. Acht, eins, zwei, vier, neun, sechs. Und mein Haus hat die 23 9 6 7 1. Jo. Man kann es leider auch nicht hier aus der Liste anklicken. Deswegen nochmal den Weg hier. 2 3 9 6 7 1. Warum? Weil ich merke unbedingt auch hier haben möchte. Mach mal hier gleich Force Disconnect, damit ich gleich neu wählen kann. So, was ist denn meine andere Basis? Das ist 8, 1, 2, 4, 9, 6. So, komm. Ja. Enter your name. Warum kann ich sie nicht? Hä? Kann ich denn mein Kano nicht reiten? Ah, gut, ich glaube, der ist da irgendwie so in den Steinen drin. Genau, so als wäre er eine Etage drunter. Was natürlich gar keinen Sinn macht. Macht überhaupt keinen Sinn. Mensch, nehmen. Wenn ich jetzt hier runterkrabbeln könnte. Dann könnte ich ihn vielleicht auch reiten. Das Problem haben wir öfter mal, dass Tiere durch die Strukturen durchfliegen. Das ist halt hier passiert. Jetzt seht ihr, das hier steht jetzt right. Macht nur leider überhaupt gar keinen Sinn. Bin ich noch nicht sicher, wie ich das jetzt löse. Gut. Das hätte jetzt gut schief gehen können. Warum sage ich denn hätte? Hier komme ich ja auch nicht wieder raus. Okay, 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 okay. Kriege ich irgendwie hin. Ah, hier. Das ist ja schön. Ich wusste gar nicht, dass hier eine Foundation steht. Na gut, wenn das schief geht, dann geht's halt schief. Zack. Oh, wow. Aber du voll geslidet. Ach, den Vogel ist langweilig. Ich merke das schon.
Wer auch immer da gerade spricht, man hört dich nicht. Oh, ist das euer Ernst? Ich komme an diesem blöden Dings da nicht vorbei. Na gut, okay, dann machen wir das anders. Das Problem löse ich schon. Insofern. Einmal. Und mit diesen Worten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao, euer Nebis-EP.